Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Großfamilien-Update. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin euch noch ein Update schuldig, wo wir hier quasi gerade stehen bei unserer Auswanderung. Und ja, davon erzähle ich euch heute, also bleibt dran! Ja, wo fange ich an? Ich glaube, bei der Bürokratie. Das ist tatsächlich eine ganze Menge und wir sind auch noch nicht fertig. Also ich hatte einen groben Überblick davon, was gemacht werden muss. Ich bin da nicht blauäugig reingegangen, aber dass es so ein großer Berg wird, der jetzt nach über 4 Monaten immer noch nicht abgearbeitet ist, ja, das hätte ich nicht gedacht. Also was am Anfang natürlich relativ schnell und unkompliziert ging, was eine Freundin für uns gemacht hat, war Strom, Wasser, Gas, Telefon bzw. Internet bin ich gerade noch dabei. Wir haben aktuell so einen Router, wo wir eine SIM-Karte drin haben. Das funktioniert ganz gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da das gerade funktioniert, habe ich das erstmal so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Das steht jetzt aber ganz oben fast auf meiner To-Do. Genau, dann haben wir Müll angemeldet. Das hat auch ein bisschen länger gedauert. Da musste mein Mann zweimal hingehen, damit wir auch eine Karte bekommen, um Sperrmüll zu entsorgen. Also Sperrmüll kann man hier zur Déchetterie fahren, das ist auch kostenlos. Und das hat aber tatsächlich relativ lange gedauert. Das heißt, wir hatten relativ lange auch zum Beispiel unsere Tapetenreste noch im Keller und den alten Laminat. Und ja, so dies und das, was sich da so angesammelt hat. Da hat mein Mann jetzt schon mal 3 Folien weggebracht, aber wir haben tatsächlich noch was im Keller und es kommen auch noch Sachen dazu. Genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel, also ich bin jetzt im temporären Kinderzimmer. Hier haben wir auch noch Laminat, der rauskommt. Im Flur haben wir noch Laminat, der rauskommt. Und genau, da muss dann noch ein bisschen was getan werden, aber die Müllanmeldung haben wir auch geschafft. Wir haben uns jetzt, oder mein Mann, beim französischen Finanzamt angemeldet. Das ist hier, weil wir in der Grenzregion wohnen, ist es so, dass er als Grenzgänger zählt. Das heißt, Sozialabgaben werden in Deutschland gezahlt, weil er einen deutschen Arbeitgeber hat und die Steuer, die Lohnsteuer wird in Frankreich gezahlt. Genau, ich habe meine Selbstständigkeit auch umgemeldet, also in Duisburg natürlich abgemeldet, weil ich da nicht mehr wohne. Ich bin aber auch weiterhin in Deutschland angemeldet mit meiner Selbstständigkeit. Das ist auch fertig. Aber das riesengroße Aber, und das ist das, was wirklich gerade am allermeisten Ärger macht, ist das Kindergeld. Ich habe das Ganze schon Mitte November angegangen. Und das Problem war leider, dass ich mit 4 verschiedenen Leuten telefoniert habe von der Kindergeldstelle und 4 verschiedene Aussagen oder Informationen bekommen habe. Und es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich weiß, man kann den Kindergeldantrag auch einfach online ausfüllen. Dann wird er dorthin geschickt und bearbeitet. Das geht aber in unserem Fall nicht. Schade. Und ja, die erste Dame, mit der ich telefoniert habe, die hat gesagt, ich könnte einfach den neuen Arbeitsvertrag von meinem Mann einschicken, woraus ersichtlich wird, dass er weiterhin in Deutschland arbeitet, und die Anträge ausfüllen, die alten Kindergeldnummern reinschreiben, das Ganze wegschicken und voilà, fertig. Nein, wir haben so eine Liste bekommen, was wir alles einreichen müssen, was wir alles nachweisen müssen. Unter anderem, und das ist aktuell quasi der Knackpunkt, müssen wir beweisen, dass wir in Frankreich kein Kindergeld beziehen, damit wir natürlich, verständlich, nicht doppelt Kindergeld bekommen. Also das Kindergeld in Frankreich ist ungefähr die Hälfte von dem, was man in Deutschland bekommt. Und wir brauchen von der französischen Kindergeldkasse ein Schreiben, dass wir kein Kindergeld bekommen von denen. Und das braucht dann die deutsche Kindergeldkasse. Aber die französische Kindergeldkasse kann uns dieses Schreiben nur ausfüllen, wenn wir eine französische Krankenkassennummer haben. Das heißt, wir müssen als allererstes uns in der französischen Krankenkasse einschreiben. Das habe ich jetzt getan, vor 2 Wochen ungefähr. Wie gesagt, das Ganze hat sehr, sehr lange gedauert. Und
Dann muss die deutsche Krankenkasse noch an die französische Krankenkasse ein Formular übermitteln. Dann warten wir jetzt 2 bis 4 Wochen auf eine vorübergehende Krankenkassennummer. Die können wir dann an die französische Kindergeldstelle schicken mit all den anderen Formularen, die wir schon für die französische Kindergeldstelle ausgefüllt haben und Dinge, die wir ausgedruckt haben, von Lohnsteuer über Gehaltsabrechnung, über Elterngeld und Elternzeitnachweis, Selbstständigkeit etc. pp. Das schicken wir dann ein. Das dauert dann wieder 6 bis 8 Wochen, bis das dann zurückkommt. Hoffentlich, es sei denn, es ist was falsch oder es fehlt was. Und dann schicken wir das der deutschen Kindergeldkasse, die schon alles weitere bekommen hat. Ungefähr 300 Gramm Papier von mir. Und das muss dann aber natürlich noch nachgereicht werden. Dann dauert das auch wieder 6 bis 8 Wochen, bis das dann bearbeitet ist. Es sei denn, wir haben vielleicht bis dahin einen Berater, dem ich das eventuell separat schicken kann. Das weiß ich nicht. Ich habe nämlich den Rest schon mal losgeschickt an die deutsche Kindergeldkasse, damit das schon mal bearbeitet werden kann, weil wir wissen alle, die haben immer was zu meckern, denen fehlt immer irgendwas. Und deswegen hoffe ich, dass einfach bis das jetzt dann alles ins Rollen gekommen ist und das alles abgeschlossen ist, dass wir bei der deutschen Kindergeldkasse hier auch jemanden haben, den ich anrufen kann, wo ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt von der französischen Kindergeldkasse, kann ich Ihnen das jetzt irgendwie schicken? Ja, und das ist das, was jetzt quasi noch so ein bisschen Probleme macht und einfach so unfertig in meinem Kopf rumliegt und auch unten rumliegt. Genau. Ja, im Haus hier geht es auch eher schleppend voran, weil ich immer noch Schäden entdecke. Es sind immer noch Dinge, also es macht schon gar keinen Spaß mehr. Ich habe noch mehr Schimmel gefunden. Es läuft Wasser rein, wenn es regnet, auch im Erdgeschoss. Unsere Garagenwand ist irgendwie nicht fertig lackiert worden. Da ist keine Beschichtung über so einem komischen Zeugs drüber. Und es geht alles ab, wenn die Kinder sich da dran lehnen. Das sieht ganz furchtbar aus. Ich habe bis jetzt auch noch nie den Wasseranschluss in der Garage ausprobiert. Da liegt so ein neuer Hahn drauf. Das müssen wir auch noch machen. Und dann können wir aber so richtig loslegen und die Böden rausreißen. Nebenan ist schon tapeziert und ich habe angefangen zu streichen. Und genau, der Plan ist, dass wir erstmal alle Räume tapezieren. Hier kommt wahrscheinlich eine neue Decke rein, weil wir ja hier den Wasserschaden hatten, dass es durchs Dach getropft hat, was es aber zum Glück nicht mehr tut. Danke an diesen wunderbaren Dachdecker. Genau, und in Finns zukünftigen Zimmer, da hängt die Decke auch irgendwie durch. Da müssen wir mal gucken, ob einfach zu wenig Holzbalken unter der Decke sind, die die Decke halten. Die müssen wir auch noch rausmachen, eine neue Decke reinmachen. Da haben wir aber einen Bekannten, der das dann höchstwahrscheinlich machen wird. Aber vorher wollen wir hier überall tapezieren, im Obergeschoss und streichen, damit man dann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass man was versaut, dass der direkt den Laminat für uns legen kann und mit uns die Decken machen kann. Da müssen wir mal schauen. Die Badezimmer, das obere Bad ist auch nicht so ganz in Ordnung. Der Gutachter bzw. der Schimmelexperte konnte mir nicht genau sagen, ob es jetzt noch vom Dach her ist, weil der Dachdecker hatte gesagt, die Holzwolle, die da drin ist, die ist trocken. Er wusste jetzt nicht, ob es einfach von zu wenig Lüften ist oder ob noch was unter der Holzverkleidung ist. Die müssen wir auch noch rausmachen und mal schauen, weil in Frankreich ist es, glaube ich, üblich, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Febreze und so, das kann man in die Steckdose machen und die sondern immer so einen Duft ab. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige im Haus installiert waren und man hat es einfach nicht gerochen in den Badezimmern, dass da irgendwas muffig riecht. Ne? Und wenn ich ein Haus kaufe, dann reiße ich natürlich nicht die Deckenverkleidung ab, ne? Oder die Tapeten und gucke, ob dahinter Schimmel ist. Ne? Ganz klar, das konnte man vorher einfach nicht sehen. Genau, aber das ist so der Plan. Dass wir dann nämlich das Spielzeug aus dem Wohnzimmer rausbekommen. Da hat sich jetzt einiges angehäuft, dass wir unser Schlafzimmer nach oben verlagern können, dass wir uns unten so eine Art Büro einrichten können und dass sich das Ganze so ein bisschen entzerrt, dass unsere Garage mal wieder leer ist. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt als nächstes anstehen. Also ich hoffe so, dass wir bis Juni, Juli
das soweit alles durchhaben, dass wir dann auch in der Gartensaison wirklich dann uns auch dem Garten widmen können. Wir haben schon ein bisschen angefangen, im Garten ein paar Sachen zu pflanzen. Wir ziehen gerade im Keller ein paar Pflänzchen an, mal gucken, ob es was wird. Habe ich noch nie gemacht. Wir haben jetzt mal Möhren und Zwiebeln und Tomaten gepflanzt. Wir haben noch Spinat, den man aber noch nicht pflanzen kann, und Erdbeeren. Ich glaube, sogar zwei verschiedene Sorten. Genau, ich habe jetzt schon auch so kleine Pflänzchen beim Discounter meines Vertrauens gekauft, so ein 6er-Pack. Ich finde, 3,50 Euro kann man nichts verkehrt machen. Und genau, wir haben schon in Finns Hochbeet Schnittlauch und Lavendel gepflanzt. Mal gucken, ob da was wächst. Wenn nicht, dann nicht. Wir versuchen das auf jeden Fall alles mal und lernen dann hoffentlich dazu. Und wenn es nicht funktioniert, machen wir es einfach beim nächsten Mal anders. Die Gartensaison fängt ja jetzt erst an. Man kann ja diverse Dinge immer auch noch später pflanzen oder direkt draußen einpflanzen. Genau. Ich würde ja sagen, ich gebe euch schon mal eine kleine Haustour, aber es sieht tatsächlich wirklich noch nicht so super schön aus. Deswegen würde ich das noch ein bisschen verschieben, gar nicht, weil ich jetzt unbedingt alles aufräumen möchte, aber weil es halt einfach noch nicht so viel zu zeigen gibt. Ich denke, so im Juni, Juli kriegt ihr auf jeden Fall noch meine Haustour. Ich meine, fertig ist ein Haus ja, glaube ich, in dem Sinne nie. Habe ich schon von diversen Hausbesitzerinnen gehört, dass man immer irgendwie Geld im Haus versenken kann, weil man immer irgendwas findet, was man gerne noch gemacht hätte. Ist hier genauso. Wenn ich das Geld hätte, 1000 Dinge würde ich machen und machen lassen. Aber ja, dann zeige ich euch gerne mal, wie dann so der aktuelle Stand der Dinge ist. Und wenn auch hier die ganzen Bäume drumherum wieder blühen und grün sind, dann sieht es noch 1000 Mal schöner aus. So ist der aktuelle Stand bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Tipps oder Anregungen, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wir fahren jetzt die Tage in die alte Heimat. Vielleicht nehme ich euch da auch ein bisschen mit. Und ja, also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder ein und wir sehen uns. Eure Marie.